Herzliche Einladung in den Herbstferien am Montag und Dienstag hier in mein Experimente-Labor zu kommen. Wir machen mit verschiedensten Zutaten Dinge, die du noch nie gemacht hast, und irgendwie bekomme ich meine Schutzhandschuhe nicht an. Ah, das ist auch noch der falsche. Na, dann muss es eben ohne gehen und nur mit einer Hand. Ich zeige euch mal eine Sache, die wir vielleicht auch machen werden. Noch ein bisschen von dem dazu. Und zum Schluss das explosive Pulverchen. Halt! Meine Schutzmaske. Oh, da sehe ich ja gar nichts mehr. Halt! Halt! Seid ihr bereit? Jetzt geht's schon los. Das Wasser schäumt über. Solche und viele andere Dinge könntest du auch bei den Kindertagen machen. Um sichere Kindertage zu haben, haben wir direkt am Eingang Desinfektionsmittel und werden auch zwischen den ganzen Programmpunkten mit den Kindern immer wieder Hände waschen. Wenn wir etwas Kreatives machen, zum Beispiel wollen wir gemeinsam Seife herstellen, dann bekommt jedes Kind seinen eigenen Platz und die Materialien, die werden auch nur von einer Person verwendet. Wir werden die Größe unserer Räumlichkeiten ausnutzen, um den Abstand immer zu halten, und tragen natürlich Masken, wenn wir nicht am Platz sind. Wir achten natürlich auf die geltenden Regelungen, wie sie dann auch in den Herbstferien sind, und werden dazu aber dann auch kurzfristig nochmal reagieren und informieren. Ich freue mich dennoch auf die mit Abstand besten Kindertage, die es jetzt unter all den ganzen Umständen geben kann. Abstand halten, das wollen wir machen, und deswegen auch der Name. Aber ich denke, gerade jetzt brauchen Kinder Ermutigung, frohe Botschaften, Erlebnisse, die Highlights sind, wo man sich freuen kann und auch mal zusammenkommen kann. Und das wollen wir anbieten. Eine Gemeinschaft, eine Botschaft, die ermutigt und trägt, aus der Bibel, aus unserem Glauben heraus auch. Und ich freue mich über jedes Kind, was mit dabei ist und was dabei sein kann, und dass wir gemeinsam etwas experimentieren und ein bisschen Spaß haben. Ich freue mich drauf. Bis dann!